Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche bei Mr. Fin Queer. Diese Woche ist das Thema Hochzeit. Erstmal kurz allgemein. Also die Hochzeit, wenn man angeglichen ist und die Personalstandsänderung durch hat, darf man ganz normal heiraten. Zumindest ist es bei der evangelischen Kirche so, dass man dann ganz normal wie Mann und Frau heiraten kann. Wie es bei der katholischen Kirche ist, weiß ich leider nicht genau, aber rein theoretisch müsste es ja trotzdem, also man ist ja dann ein Mann oder eine Frau, je nachdem, auch auf dem Papier, von daher sollte es eigentlich keine Probleme darstellen, ob man das darf oder nicht. Aber hier Angaben ohne Gewähr, wie gesagt, ich weiß es nur, dass es bei der evangelischen Kirche so ist, dass man dann ganz normal heiraten kann. Also da steht uns ausnahmsweise mal, wenn wir alles durch haben, nichts im Weg. Das hat man auch nicht oft, aber es ist schön, dass es wenigstens, da bei uns keiner irgendwie in die Wege kommt. Und jetzt dazu, ob ich heiraten möchte mal. Also vorneweg, also ich kann nicht sagen, ob ich meine Lebzeiten mit einem Mann oder mit einer Frau verbringe. Das wird sich zeigen, je nachdem. Was ich so, wer es so mit mir aushält. Also da lege ich mich nicht fest, ob ich mit einem Mann oder einer Frau alt werden möchte. Je nachdem, wie es kommt. Hauptsache es passt. Heiraten möchte ich auf alle Fälle, egal ob es nur eine eingetragene Lebenspartnerschaft ist oder ob es dann halt, wenn ich eine Frau heirate, eine richtige Heirat ist. Viele machen das ja nur wegen der Steuer. Viele sagen auch, dass es einfach überbewertet ist, das Heiraten. Man kann auch ohne Trauschein oder ohne auf dem Papier irgendwie zusammen zu sein, glücklich sein. Das ist natürlich so. Ich persönlich möchte halt heiraten, weil ich finde Heiraten an sich einfach schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so der Gedanke daran, jemanden zu haben, der dann meinen Nachnamen trägt und dann so zu mir gehört wirklich, finde ich einfach schön und würde ich halt gerne haben. Also ich hätte gerne jemanden wirklich, den ich dann meine Frau Kaufmann oder meinen Herr Kaufmann nennen kann. Von daher bin ich jemand, der Ehen befürwortet. Ich finde das auch immer schön. Ich könnte mir sowas auch, also so ausgefallene Heiratsanträge oder sowas, könnte ich mir den ganzen Tag lang angucken, weil das finde ich wirklich schön. Also auch außergewöhnliche Heiratsanträge, nicht einfach nur zu Hause so 5 Kerzen aufgestellt und dann willst du mich heiraten. Also ich glaube, ich werde bei meinem Heiratsantrag mir auch irgendwas Cooles einfallen lassen, dass das nicht so ein 0815-Ding wird, aber das wird man sehen. Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ich will jetzt nicht in den nächsten paar Jahren heiraten, so. Das hat noch Zeit mit bis so 30, Mitte 30 ungefähr, will ich irgendwie heiraten dann und Kinder haben, aber bis dahin lasse ich mir Zeit, suche den Richtigen oder die Richtige, je nachdem. Aber ja, mehr gibt es, also es ist auch wieder so ein relativ kurzes Thema. Ich meine, was will man da groß zu sagen? Ja, ich befürworte heiraten, ich finde heiraten schön. Und das war's so. Entschuldigung. Dazu, und in dem Sinne kann ich dazu nicht mehr viel sagen. Also wünsche ich euch, bevor ich euch wieder mit irgendwelchen sinnlosen Müll voll laber, wünsche ich euch eine schöne Restwoche, viel Spaß mit den anderen Jungs. Und lasst es euch gut gehen, habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!